Der Mosaikscheibe? Ich glaube, es gibt ein spezielles Werkzeug gegen Dreck. Zumindest meinte Toni mal irgend sowas in der Art. Ich glaube, es gibt zumindest... Okay. Kieselsteine, auch gut. Das einzige Licht hier hinten. Es würde mich nicht wundern, wenn ich das kaputt werfen soll. Das Geschoss habe ich. Fehlt nur noch die Schusswaffe. Okay. Fahrstuhl. Alter. Und das nächste Rätsel. Kontrollen. Öltankklappe. Öltank. Putzschrank. Da schon mal ein Wischmopp. Und Seife. Und ein Eimer. Sehr schön. Da wird was rein müssen. Was kann ich hier machen? R, U, F. Das war's nicht. Das vielleicht. R, U. Ach, das hatte ich ja schon. Was könnte es denn sonst sein? Okay. Da muss ich mir noch was organisieren. Die Zeit ist auf meiner Seite. Heute verlasse ich Deponia. Die Uhr ist stehen geblieben. Okay. Jetzt brauchen wir aber noch bestimmt Wasser. Dann gehen wir jetzt mal auf den Turm hoch. Da muss ich aber irgendwas haben zum Saubermachen. Und noch irgendwas zum Steine schießen. Hier wird sich sicher noch einiges ansammeln. Eine Tonne mit Wasser. Mhm. Aber verstrahlt. Ist das Säure oder Wasser? Nur Wasser. Eimer voll machen. Seife in den Eimer. Schaumig. Fischmopp. Geschmack mit Seifenwasser. Das ist schon mal gut. Tümpel. Ganz schön tief und könnte am Kernreaktor da unten liegen. Ja, das wäre super krass. Aber solange niemand zuguckt, wäre es vergeudet. Man kommt da auf jeden Fall rein. Ja, das wäre super krass. Ich geh doch da mal hin. Kofferraum? Komme ich so nicht ran. Ich krieg schon wieder Hunger. Zaun? Ach, hier. Ich spare mir meine telekinetischen Kräfte lieber für später auf. Okay, okay, okay. Hupe? Ich spare mir meine telekinetischen... Ja, halt doch deine Fresse jetzt. Ein Kran mit Magnetkopf. Schick. Das muss ja hier irgendwo... Irgendwas muss das so bringen, wenn ich hier hingehen kann. Hä? Okay, ist mir egal. Ich gehe jetzt erstmal sauber machen. Weil das Rätsel haben wir ja. Und dann gucken wir mal weiter. Also manchmal muss man hier auch wirklich 10-mal um die Ecke denken, ne? Wahnsinn. Das kann ich sauber machen.
Ich kann einfach nicht glauben, dass ich das tue. Ich hoffe, die Geschichtsschreiber sparen diesen Teil aus. Wunderbar. Mist! Der Wischmopp ist zerbrochen. Na, so ein Jammer aber auch. Upsi! Mopsch. Kaugummi? Mopstange? Frische Kaugummis machen keinen Spaß. Man kann sie nirgends hinkleben. Kann ich das essen? Da steht ja gar keine Geschmacksrichtung drauf. Stattdessen ist hier eine tanzende Kellerassel abgebildet. Mit Hut und Stock. Voll bescheuert. Okay. Ich heb mir den Rest lieber für später auf. Viel später. Dann kann ich jetzt aber das Kaugummi nehmen? Die Mopstange? So viel Klebefläche und so wenig Kaugummi. Wie soll man sich da entscheiden? So viel Klebe, wie soll man sich... Kaugummi klebt nicht. Diese Erkenntnis... Na gut. Was mache ich jetzt hiermit? In der Nische ist eine Halterung. Drumherum sind Spiegel und das kann nur eins... Oder null. Eins... Ein Haufen Schrottkrabben in einem Stripschuppen. Da ist die Tanzstange. Da die Krabben und da die Cocktailsoße. Und hey, hier hat jemand was draufgekritzelt. Das muss das Passwort für den Lift sein. Könnte aber auch etwas anderes sein. Ich brauche mehr Licht. Also ich habe auf jeden Fall einen Mosaikstein. Der Passwort da ins Loch. Zapperlott, der Stein hält nicht. Und nun? Nehmen wir das Kaugummi. Dafür ist es. Ich brauche mehr Licht. Okay, Moment. Ich habe ja jetzt den abgebrochenen Wischmopp. Das ist der Stock für die Zuckerwatte. Bestimmt. Gehe ich von aus. So, das Stückchen. Zuckerwatte. Hier steht, der Umfang des zu wattenden Stocks darf 2 Millimeter nicht überschreiten. Des zu wattenden? Wer hat den denn eingestellt? Nicht nötig, das passt schon. Das hier gab's schon mal. Es sind alles Primzahlen. Es sind alles Primzahlen. Was soll mir das sagen? Kann ich noch einen Kaugummiautomat holen? Ist wohl nichts mehr drin. Glaube ich noch nicht. Ist wohl nichts mehr drin. Jetzt steht er auf Calzone. Einmal Zuckerwatte, bitte. Die Maschine hat wohl... Und keiner. Ich glaube, man muss einen Stock... Ja, ich hab nicht. Stock. Geht der jetzt? Hier steht... Das... Boah, verstehe ich nicht. Jetzt steht er auf Phosphor. Jetzt steht er auf geschmacklos. Weiß ich, wie ich den Hebel umlege? Es sind alles Primzahlen. Und dann den Hebel? Jetzt steht er auf Calzone. Jetzt steht er auf Phosphor. Was, wenn ich Quersummen bilde?
haltet mich jetzt für doof, ne? Was ist denn eine Quersumme? Und was haben die Lampen jetzt mit der Zuckerwattemaschine? Upsi. Die Sardellen sind schon gewaschen. Ich kann die Seife riechen. Kann ich mir noch eine Sardelle ziehen? Ich hab noch. Wir haben ganz schön was durchgemacht, was? Ich wette, dein Verlobter ist nicht so ein Teufelskerl wie ich. Hm. Ach ja. Wir haben ganz schön was. Ich wette. Ich habe sie auf ein Meer aus Rosen gebettet. Genauer gesagt, frittierten Rosenkohl. Ach ja, der Duft von altem Frittenfett. Ach Gott. Also ich brauche ja anscheinend mehrere Stöcke. Ich gehe nochmal zu dem Schrottplatz hin. Da muss doch irgendwas, muss doch gehen. Zum Turm. Da steht zum Turm. Hier ist gar kein Turm. Kann ich irgendwo rumstochern? Ich habe es nicht nötig, in kleinen Gewässern zu fischen. Meine alten Stiefel sind noch vollkommen in Ordnung. Kann ich mit der Sardelle was machen? Rein mit euch! Oh. Hm. Obwohl sie tot sind, halten sie sich am Stock fest. Seltsam. Da rein? Rein mit euch! Hm. Nee. Oh, seltsam. Rein mit euch! Hm. Seltsam. Ich krieg schon wieder Hunger. Ich muss hier doch irgendwas machen können. Wie bescheuert. Was für ein Chaos. Normalerweise ist die Hupe doch auf der Motorhaube und nicht zwei Autos weiter. Torausgang. Da muss es doch weitergehen. Ich meine, hier steht ja, also da stand zum Turm. Bin doch noch nicht auf dem Turm, oder? Passiert einfach auch nichts. Kann ich mit dem Stock irgendwas machen? Einen Schritt näher und das Gemetzel beginnt. Ich erspare Ihnen das lieber. Ich spare mir meine Tele. Boah. Ich spare mir meine Ja, Junge, du deine telekinetischen. Ich habe auch nichts zum Anzünden oder so. Kann ich den Mob hier reinschmeißen? Bringt mir das was? Das allein reicht nicht zum Wischen. Ich brauche auch noch Dingens hier. Lust und Seife. Den Spruch hat er am Anfang, glaube ich, schon mal gesagt. Licht. Ich guck mal auf den einen Weg zur Plattform finden. Und Cletus treffen. Nach Elysium. Ich liebe diese Beschreibung. Das ist Kapitel 3, ne? Oh Gott. Das ist aber schon das Ende von dem ersten Teil. Dann kommt Chaos auf Deponia. Nochmal. Da sind 4 Kapitel. Und dann Goodbye Deponia ist der Rest. Okay.
Ich weiß trotzdem nicht, wie es weitergeht. Oh. Das fängt schon mir gut an. Ich muss diese scheiß Sardelle auch irgendwo loswerden. Aber wo? Weil das wird mit Sicherheit der Stock für die Zuckerwatte sein. Kann ich die Sardelle in den Öltank werfen? Geht das vielleicht? Nein, mein Mantel hat schon genug Ölflecken. Ich will gut aussehen, wenn ich in Elysium einmarschiere. Wenn ich anfange, meinen Kram mit jedem Steinchen zu benutzen, dann komme ich nie nach Elysium. Ach, halt doch dein Maul. Ich bevorzuge Dynamitköder zum Angeln. Die Sardellen sind schon gewaschen. Ich kann die Seife riechen. Aha, hier gehört das schon mal nicht hin. Langsam fügt sich das Mosaik zusammen. Sehr langsam. Was willst du denn von mir? Upsi. Wozu verausgaben? Es ist bereits eine Scherbe. Wenn ich anfange, meinen Kram... Ich versteh's nicht. Niemals. Die Schneise der Verwüstung hinter mir ist mein Geschenk an die Nachwelt. Wie sollen die Historiker sonst meine Taten rekonstruieren? Wenn ich anfange, meinen... Also ich habe nichts im Inventar. Das Codefeld für den Lift. Wir hatten so ein Ding auch mal an der Haustür, bis okay. Ich das Passwort rausgefunden habe. Ich muss irgendwas mit der Zuckerwatte machen. Hier muss angeblich überall Licht rein. Also entweder Zuckerwatte oder irgendwas auf diesem beschissenen Schrottplatz, wo ich keine Ahnung habe, was ich da machen muss. Ich meine hier offensichtlich genauso wenig. Ändert sich hier in den Lampen irgendwas? Ich muss binär denken. Es kann nicht sein, dass die Hebel gar nichts zu bedeuten haben. Es kann einfach nicht sein. Es kann nicht sein, dass die Hebel gar nichts zu bedeuten haben. Es kann einfach nicht sein. Es sind alles Primzahlen. Jetzt steht er auf geschmacklos. Ich verstehe das auch nicht. Ich habe einen Stock, der funktionieren könnte. Sardellen am Spieß. Die gab es hier schon, als ich noch ein Kind war. Genau dieselben. Der Gourmet weiß, Sardellen werden besser, je länger sie liegen. Iss sie bitte. Iss sie. Alter. Warum komme ich denn nicht gleich auf die Idee? Ich hatte es eh nur auf den Stock abgesehen. Danke. Den nehmen wir jetzt. Und machen Zuckerwatte. Eine geschmacklose Zuckerwatte. Was passiert, wenn ich jetzt am Hebel ziehe? Wo ist der Hebel? Jetzt steht er auf Calzone. Kann ich die essen? Offensichtlich. Mal
Man schmeckt nicht mal den Zucker. Kann ich auch essen. Mein Dad sagte immer, das Leben ist wie eine Calzone. Nur wer gut kaut, bemerkt die Rattenzähne. Okay, ich gehe jetzt davon aus. Jetzt steht er auf Phosphor. Dass er Phosphor nicht essen kann und will. Und dass ich damit was... Oh, warte mal. Phosphor leuchtet doch im Dunkeln. Oder etwa nicht. Eine Phosphor-Zuckerwatte, gib mal. Steck die da mal rein. Der Stock passt in die Halterung, aber die Zuckerwatte müsste schon brennen oder so, um das Mosaik zu erhellen. Muss ich die jetzt nur in Wasser tauchen, damit die brennt? Was ist hier draußen? Nichts. Das Einzige, wo ich jetzt hier wirklich noch... Oh, scheiße. Aus dem Spiel geklickt. Wo ich jetzt noch wirklich... Hä? Da, Eingangshalle. Wo ich jetzt gerade noch Zugriff drauf habe, ist Wasser. Aber Zucker und Wasser ist ja eigentlich nicht die Idee, weil Zucker sich auflösen wird. Ich probiere es aber aus. Halt die mal in den Tümpel. Krass, die Zuckerwatte ist einfach implodiert. Hä? Ja, war klar. Hat sich aufgelöst. Ja, das wäre so. Aber solange niemand zuguckt. Ja, aber so. Kann ich einen Stein da reinwerfen? Nein, nicht! Hä? Du wirst den Reaktor treffen und es kommt zu einer nuklearen Zeitschleife. Wie kann ich das verhindern? Gar nicht. Einer von uns beiden muss sich opfern. Schnick, schnack, schnuck. Verdammt. Kommt denn der her? Cool. Ja, das wäre super krass. Aber solange niemand zuguckt, wäre es vergeudet. Kann ich einen Stein... Was passiert, wenn ich den jetzt nochmal werfe? Nein, nicht! Du wirst den Reaktor treffen und es kommt zu einer nuklearen Zeitschleife. Wie kann ich das verhindern? Gar nicht. Einer von uns beiden muss sich opfern. Schnick, schnack, schnuck. Verdammt. Cool. Das ist es offensichtlich nicht. Ich spare mir meine... Wie komme ich denn an die Gabel? Und an das Fenster hier? Jetzt sag nicht, ich kann da reingehen. Nee. Ich muss diesen Tümpel loswerden. Aber wie? Wie komme ich an diesen Kran? Das macht mir schon wieder Kopfschmerzen, ne?
War jetzt meine Phosphorzuckerwatte auch weg. Also ich kann hier 3 anmachen. Ich muss binär denken. Es kann nicht sein, dass die Hebel gar nichts zu bedeuten haben. Es kann einfach nicht sein. Was, wenn ich Quersummen bilde? Es sind alles Primzahlen. Ich muss binär denken. Wenn ich den nach oben schiebe, passiert nichts. Wenn ich sehe, dass ich einen Erfolg dafür kriege, ich glaube, dann haben die Hebel nichts zu bedeuten. Es sind alles Primzahlen. Das hier gab's schon mal. Ich muss binär denken. Lass mich doch in Ruhe mit deinem Scheiß. Also ich mache mir nochmal eine Phosphorzuckerwatte. Ich habe keine Ahnung wofür. Ich mache sie mir aber nochmal. So. Phosphorzuckerwatte. Verdächtiges Lämpchen. Hey, mein epischer Mönchschor ist zurück. Ich dachte, ich hätte ihn am Kran gelassen. Also, wenn ich das jetzt nicht gegoogelt hätte, ich hätte im Leben nicht die Zuckerwatte hier an irgendeine Lampe gehalten. Niemals nie. Denn da wird sie aufgeladen. Und zum Leuchten gebracht. So. Jetzt können wir die hier reinlegen. Da rein. Es leuchtet. Jetzt die Scherbe. Die muss ja auch hier rein. Hier hat jemand was draufgekritzelt. Das muss das Passwort für den Lift sein. Immerhin steht es direkt über der Darstellung der Fahrstuhluhr. Genau da, wo ein Stück im Mosaik fehlt. Mhm. Und jetzt ist Fingerspitzengefühl gefragt. Hier sind ja noch mehr Teile. Ach, kein Problem. Das habe ich im Nu zusammengepuzzelt. Ja, schön, danke auch. Ihr wollt mich doch verarschen. Bei diesem Mosaik hat irgendwer bereits die gröbste Arbeit erledigt. Die Scheibe ist in Einzelteile zerlegt. Nun bleibt nur noch das vergleichsweise simple Zusammenbauen. Ein Arbeitsschritt, den Rufus normalerweise an wenigen kompetenten Langweiler delegiert. Als Puzzlemeister weiß Rufus natürlich, dass nur bestimmte Musikteile aneinander passen. Was er noch nicht weiß, aber hier erfährt, ist, dass er sie mit dem rechten Maustasten drehen kann. Ernsthaft? Boah. Das ist es nicht. Ja gut, wobei es muss ja rot sein. Vermute ich jetzt mal. Das ist es nicht. Auch nicht. Nee. Muss es rot sein, ist die Frage. Also hier muss ein Strich hin. Das kommt dahin. Okay. Nochmal nur Strich wäre das.